Hallo ihr Lieben, es ist soweit. Das neue Set Entwicklungen Paideia wurde released. Und ihr seid heiß drauf, ich bin heiß drauf. Darum öffnen wir heute eine Top-Trainer-Box aus dem Set. Und wie immer, ich mache die Box auf und dann sehen wir uns gleich. So ihr Lieben, die Box ist offen und dann gehen wir mal rein. Was haben wir Schönes drin? Wieder unseren Player's Guide, wo man wieder die Karten abhaken kann und somit halt immer gucken kann, welche Karten einem noch fehlen. Dann, wie immer, Würfel, Schadensmarker, Energiekarten. Dann haben wir wunderschöne Trainer mit den drei Startern. Ich finde, die sind echt gut gelungen. Was sagt ihr? Also ich finde das echt stark. Auch die Folien. Richtig schön. Dann viel Spaß damit. Codekarte. Und unsere wunderschöne Promokarte. Deswegen habe ich mir 5 Boxen bestellt. Ich möchte eine haben, die halt ordentliches Centering hat. Oder beziehungsweise ich hoffe, dass eine ein ordentliches Centering hat. Und halt auch von hinten und vorne richtig gut aussieht, wo keine Makel dran sind, dass die in mein Binder kommt. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Booster. Und dann gehen wir mal rein. First Pack Magic. Ich bin echt gespannt. Das Video wird auch vielleicht ein bisschen länger dauern. Ich möchte mir auch die ganzen Artworks, weil ich die jetzt hier zum ersten Mal öffne, angucken und halt schön ein bisschen genießen heute. Viel Spaß damit. Eine Karte. Und ich rate Feuer. Psycho. Molly Morba. Meryl. Wingull. Tanzer. Kramchef. Unheilvolle Einöde. Ein Razav. Der sieht auch cool aus. Ja, also so ein bisschen majestätisch, würde ich fast sagen. Steht da, guckt da runter. Und sieht so ein bisschen aus, als würde er uns gleich angreifen wollen. Ein dumm Isel auf dem Reverse-Slot. Quacks. Und ein Zobiris. Was sind meine Chase-Karten aus dem Set? Für mich sind das die ganze Entwicklungsreihe rund um Grand Forgita, also das Forgita und das Tafogita. Viel Spaß damit. Als Illustration und Special Illustration Rare, da wäre ich echt glücklich, wenn ich die Karten ziehen würde. Ich sag Wiederfeuer. Kampf. Britziegel. Kapuno. Ein Karpador, wie es gerade schön aus dem See oder aus dem Teich da rausgesprungen kommt. Ein Phlegmon. Ein Pyroleo. Feliospa. Und auch hier die Illustration Rares zu den Startern. Die sind natürlich auch richtig stark für mich. Und traf Tafogita. Mensch, dich hätte ich gerne als Illustration Rare. Agilusa. Luza. Libiskus. Und Azuglades. Noch nichts. Ja, und was noch meine Chase-Karte ist, den ich halt richtig gut finde, ist das Kubuin. Also wie es da vor dem Kühlschrank steht, finde ich echt richtig stark. Das hoffe ich auch, dass ich das ziehe. Stahlenergie. Forgita. Menki. Botogel. Superangel. Grusha. Traunmagie. Horerba. Mikrik. Sankabu. Und ein Despota. Sieht auch gut aus. Also das Artwork finde ich auch ganz gut. Da ist schön Action drauf. Sowas mag ich immer. So. Bin gespannt, ob die Box gönnt. Habt ihr mein letztes Opening gesehen von der Pokémon Go Box? Also die war ja Wahnsinn.
Da bin ich halt echt gespannt, ob die besser ist oder ob die heute nichts gönnt. Elektroenergie, Leufeo, Wuffels, Pamo. Habe ich leider nicht die Illustration Rare von Pamo Mamo gezogen aus dem letzten Set. Die wollte ich ja auch unbedingt haben. Ist die einzige Illustration Rare, die mir noch fehlt. Oder beziehungsweise von meinen Chase-Karten, die mir noch fehlt. Lavita, Pamamo, Hypnomorva, Kramchef, Quartermark, hochwertige Energie zu gewinnen und Granforgita. Granforgita, ich möchte dich als Illustration Rare. Wir haben noch 5 Booster. Weiter geht's. Haben wir noch einen Hit drinne? Ich hoffe. Irgendwas Schönes. Viel Spaß damit. Ich sag Feuer, Wasser, Libiskus, Schneebedeck, Voltoball, Datiri, hochwertige Energie zu gewinnen, Mogelbaum, Pilippa, Relok, Molimorba und Luxtra. Nix, wieder nix. Leute, was ist da los? Muss doch mal was kommen. Noch 4 Booster. Weiter geht's. Ich sag Wasser. Pflanze. Sankabu. Tarundel. Knaborn. Kramurks. Unheilvolle Einöde. Einrasaf. Groscha. Tarundel. Ja, ja, ein Philioska. Richtig, richtig schön. Richtig, richtig schön. Eines der Starter. Mensch, da freue ich mich drüber. Das ist schon mal ein schöner Hit. Und haben wir einen Doppelhit? 3, 2, 1. Oh, Cravaloro EX. Richtig, richtig schön. Richtig, richtig schön. Doppelhit, Mensch. Ich habe schon Angst gekriegt. Aber das Philiospa sieht richtig, richtig stark aus. Hat auch so eine richtig schöne, sag ich mal, mit Tellori, Philiospa und der Endentwicklung. So eine richtig schöne Geschichte, die erzählt wird. Also richtig, richtig schön. Ich sag Elektro. Clavel, Tropius, Dummiesel, Hopspross, Datignes, Toxiquark, Kommandutan, Glibunkel, noch mein Hopspross auf dem Reverse-Slot und Mimikma. Oh, Mimikma finde ich auch richtig schön. Den habe ich gerne auch in Schwert und Schild gespielt und ab und zu hatte ich da auch mal so eine... habe ich halt richtig online gespielt oder Online-Kämpfe gemacht. Da habe ich auch gerne mit Mimikma gespielt. Viel Spaß damit. Und ich sag Feuer. Ja, ziehen wir jetzt was? Ich bin gespannt. Traunfugil. Oh, richtig, richtig schön, Leute. Schaut es euch an. Sieht das schön aus? Schreibt es mir in die Kommentare. Also ich finde, das sieht echt stark aus. Sneebel, Molimorba, Wingull, Traunmagiel, auch richtig schön. Horerba, hochwertiger Energie zu gewinnen. Geosali und Girafarig, oh, schaut es euch an. Auch richtig, richtig schön. Wie es da durch den Wald stapft und hier die bunten Bäume. Wer da wohl am Berg war? Und haben wir noch was dahinter? Letaking. So, drückt mir die Daumen. Last Pack Magic, Leute. Last Pack Magic. Haben wir da noch was drin? Viel Spaß damit. Und ich rate nochmal Wasser. Kampf. Felino. EFEM, Wadribi, Lumispross, Elektroball,
Montier, Drittsiegel, Superangel. So, Leute, Trommelwirbel, haben wir jetzt noch was? Haben wir jetzt noch was drin? 3, 2, 1, vor Gita. Aber wir haben ja noch den letzten Slot. Nochmal, Trommelwirbel, 3, 2, 1 und ein Schlurm. Ja. So, meine Ausbeute aus einer Top-Trainer-Box. Cravaloro EX, Feli Jospa, also eine richtig schöne Karte. Ich finde es echt super, was die Pokémon Company momentan macht, dass sie so richtig schöne Illustration-Rare-Karten raushauen. Ist echt Wahnsinn. Und wir können uns auch schon freuen auf die nächsten Sets, vor allem 151 mit dem Pokémon. Also das ist ja Wahnsinn, da mit Glumanda, Glutexo, Glurak und den drei Startern. Boah, einfach nur der Wahnsinn. Und wir hatten noch das wunderschöne Pikachu drin. Allein deswegen hat es sich gelohnt, die Top-Trainer-Box zu kaufen. Für mich einer der wunderschönsten Karten aus dem ganzen Set. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nördlicher Richtung da. Lasst ein Abo da, damit der Kanal hier noch weiter wachsen kann. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Rokat.